Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Wir müssen jetzt erstmal unsere Pokémon heilen, dann werde ich nochmal in den Pokémon Supermarkt latschen. Und werde mir ein paar Items kaufen. Ist im Moment auch nicht. Da bin ich auch nichts anderes üblich bei dem Arena-Leiter. Wenn ich paralysiert werde, ist es etwas doof. Gebe mir Tränke. So 20 Stück sollten reichen. Und ein paar Hyperheiler. Perfekt. Lucario kann fast mit mir mithalten. So, jetzt geht's weiter wieder mit dem Rätsel. Ein Glück kennen wir das schon teilweise. Nur im letzten Raum müssen wir noch mal gucken, wie wir das machen. Perfekt. Gegen dich hatten wir auch schon gekämpft. Easy Popeasy. Jetzt aber so was gucken. Also, wir können so rum. Das ist schon mal klar. Ne, wenn ich da hinten rum will, bringt mir das auch nichts. Ne. Ah. Hallo, Folgner. Nun denn, Herausforderer. Es passiert nicht oft, aber manchmal gibt es Trainer, die es bis hierher schaffen. Doch bisher waren sie alle eine Enttäuschung. Keiner von ihnen konnte mir das Wasser reichen. Ich bin der Arenaleiter Folgner. Man sagt, ich sei der beste Arenaleiter der Sinnoh-Region. Aber wie dem auch sei, lass uns die Sache einfach hinter uns bringen. Ich hoffe, du bist ein Trainer, der mir in Erinnerung rufen kann, wie viel Spaß Pokémon-Kämpfe machen können. Wollen wir doch mal sehen, ob ich das schaffe. Zuallererst hast du erstmal einen Raichu. Das machen wir platt mit Aurasphäre. Uha! Voltwechsel. Ambidiffel. Ambidiffel ist doch auch keine Herausforderung. Wirklich, hier hätte man echt die Pokémon angleichen können. Zumindest bei manchen Arenen. Oh, was hast denn du da eingesetzt? Interessant.
Aber trotzdem nützt dir das nichts. Octillery. Sie mahnt. Luxra. Elektro-Arena-Leiter und hat keine Elektro-Pokémon. Ich fasse es nicht. Nö, bis auf Raichu. Aber trotzdem. Im Platin hatte er wenigstens eine Voltag. Damit die Alge auch ein bisschen was macht. Mach dich bereit, hier kommt meine Trumpfkarte. Nur wesen zwei Elektro-Pokémon hat er. Weißt du was? Du hast mich besiegt. Dein Wille und der Erhabene kämpfst in deinem Pokémon und ich bin immer noch ganz hin und weg. Das war ein sehr, sehr guter Kampf. Und somit haben wir alle 8 Orden. Das war seit langem mal wieder ein Kampf, der so richtig Spaß gemacht hat. Ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wie du und dein Team in Zukunft kämpfen werden. Hier ist dein 8. Orden. Den hast du dir redlich verdient. Diese brauchst du, um zu Pokémon-Liga zu gelangen. Jetzt, wo dir alle 8 Orden verliehen wurden, gehorchen dir alle Pokémon ausnahmslos. Und ich möchte, dass du die hier an dich nimmst. Ja, zum einen Sticker. Und TM57. Ladestrahl. Wenn diese tolle Attacke trifft, kann sie den Spezialangriff des Angriffs erhöhen. Nice. Könnte Luxra eventuell gebrauchen. Dass hier nochmal ein paar Mal raufgehen muss. So, erstmal heil. Jetzt wartet ein richtig steiniger Weg auf uns. Wir hören uns bald wieder. Halt. Jetzt brauche ich... Nein, 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 ja! Okay, ich erst noch kurz... Irgendwie fühle ich mich in dieser Stadt zu Hause. Sie liegt am Meer und da drüben steht ein Leuchtturm. Oh, das ist ja der Arena-Orden dieser Stadt. Du musst gut sein. Bitte nimm die hier auch noch. TM99. Das dürfte Kaskade sein. Ja. Yeah. Wenn du Kaskade über die App deines Pokédex einsetzt, kannst du die Pokémon-Liga ansteuern. Ich
Ich kann mich nicht so gut ausdrücken, aber viel Glück. Ja. Durchaus, das werden wir jetzt auch. Warte mal. Erstmal Boiling. Item. In den Ball verstecken. Wir werden zumindest nur ein kleines Stückchen Richtung Puppenliga surfen. Neutral-Tausend? Oh, hier warten jede Menge Pokémon-Trainer auf uns. Hoffentlich hat einer ein Lumion. Perfekt. Genau, du hast mir meinen Pokédex noch gefehlt. Das ist perfekt. Was sagt eigentlich unser Pokédex? 126. Es fehlt nicht mehr viel. Simsa, da muss noch irgendeiner haben. Jedenfalls muss noch einer haben. Die beiden Weiterentwicklungen. Oh. Die Weiterentwicklung muss noch jemand haben. Und die. Es ist wirklich nicht mehr viel. Mantips. Mann, ich habe noch keinen Mantips. Deswegen Plopper. Alter. Oh, ich bring das Viech doch um. Ich hätte auch mal ans Pokémon wickeln. Aber ich glaube, mit denen hätte ich die genauso umgebracht. Halt. Kannst du hin? Und dich. Azumarill hast du auch noch. Hat er noch einen Mantax? Ich hoffe es zumindest. Ja, wir erreichen Level 54. Nein. Du kannst gegen ihn ankommen, aber nur wenn du Mantax hast. Oh.
Oh, ich bin ein Schwimmer. Sieh an, wie gut durchtrainiert ich bin. Nee, ihr könnt alle nichts. Remo-Reit. Du hast einen Mantrips? Ein Remo-Reit. Willst du mir was sagen, dass du da einen Mantrips einsetzt? Das wäre traumhaft. Ja, bolla. Funkensprung. Streng dir bitte ein bisschen mehr an. Oh, Doppelkampf, Doppelkampf, Doppelkampf. Ja, ich freue mich immer wieder, welchen Doppelkampf machen kann. Die Dinge sind echt zu selten. Oh, mal schauen, was setzen wir gegen euch ein? Sprung auf dich. Und Drachenpuls auf dich. Oh nein, weil es noch zu viel ist. Na gut. Nitropumpe. Na holla, das darfst du natürlich gerne erlernen. Mal zehn. Sternschaube kann ich vielleicht noch gebrauchen. Enteron. Ein Pilipper. Elektroattacke auf dich. Und Drachenpuls auf dich. Sollte es auch wieder reichen. Reicht nicht? Okay. Oder zwei. Ist ja egal. Was ist noch ein Wingal?
will. Jetzt zeige ich noch eine gute Attacke nachher, Lucario. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich baue erstmal mit. Egal, ich nehme mich mit. Das war, glaube ich, auch ein langer Weg bis zur Siegestraße. Der Doktor hat doch keine Chance. Setz Funkensprung, aber du brauchst auf jeden Fall noch eine Lichtballkappe. Sorry. Dumm, das sieht mich gerade jetzt nicht wirklich, der Toxer. Okay, ich muss von... Hier. Hatte ich mir nicht ein paar Schuss gekauft? Ich weiß ja eigentlich, dass ich trainieren will, aber wenn du irgendwo hin willst, dann ist es ganz nervig. Oh, Regentanz. Geht lange und ausgiebig. Karin, du bist doch einfach müde. Jetzt könnte ich die Karten-App gebrauchen. Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Demnach hätte ich das sogar bald geschafft. Mal gucken, ob wir es noch in dieser Folge schaffen. Wir schauen einfach mal. Auch bessere Elektroattacken. Nur mehr Elektroattacken. Und dieser Bomben noch eine Feuerattacke.
Oh, ich habe eine neue Chance auf Mann-Tipps. Diese Chance nutze ich. Nee. Jetzt reicht's, Pokémon. Ich brauche eins, was sich nicht gleich down kriegt. Denke mal, Sternschauer wäre da die bessere Attacke. Jawoll! Ich wusste doch, ich kann Sternschauer nochmal gebrauchen. Aber ich muss Bälle nachkaufen. Alter, du olles Mann-Krebs, ne? Komm hierher. Alter, wirklich? Du willst es wohl wirklich wissen, ne? Okay. Yes, ich hab Zeit. Mann-Tipps? Ich habe Angst, wenn ich jetzt nochmal Sternschauer einsetze, dass ich es down bekomme. Dieses verfluchte Mann-Tipps bleibt nicht drin. Nein! Okay, ich versuch's jetzt. Irgendwo war mir das so klar. Aber ich wollte es einfach probieren. Also ich bin kurz davor. Ich bin kurz vor der Siegestraße. Bin so kurz davor. Ich ärgere mich immer noch über dieses Mann-Tipps. Wieso ist dieses blöde Viech nicht einfach drin geblieben? Ja, bleibt drin. Oh, du hast das andere Glas bekommen.
Maschok, ja. Ich muss ruhig bleiben. Ich krieg mal meine Tipps noch. Als ob wir in der Tat gut gegen Kampf-Pokémon sind, finde ich halt schon nice. So. Das dürfte der letzte Akt sein. Obwohl, ich nehme mich mit, dann erreicht Mewwesen sein nächstes Level. Funkenschwung. Thunderblitz wäre eine gute Attacke. Ich glaube, das hole ich mir. Ich brauche das. Wollte schon fragen, willst du dich nicht umdrehen? Das sagt die Zeit. Ich bin schon wieder drüber. Sollte ja gar nicht so sein. Deswegen beenden wir den Kampf. Was ist denn eigentlich, wollte sie für die Fähigkeit? Egal. Dann beenden wir diese Folge hier. Ich werde schon mal speichern. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo auf den Kanal da. Däumchen wären Träumchen. Vergesst aber beim Abo dalassen nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Links kommt ihr zu einem weiteren Video und rechts. Links kommt ihr zu einem weiteren Video und rechts wie immer zur Playlist des aktuellen Projektes. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.